Können Sie sich noch an den Tag und an den Moment erinnern, als Sie hier in Friedland angekommen sind? Wir waren ja zwei Familien, die von Immingerode dann nach Friedland gebracht wurden. Wer das gemacht hat, weiß ich heute gar nicht mehr. Und also mein erster Eindruck, das war unglaublich. Wir sind, ich glaube, wir sind sogar von Richtung Bahnhof gekommen. Und mein Cousin und ich, wir sind natürlich, ehe wir hier überhaupt irgendwo reingegangen sind, sind wir erstmal durch den Ort gegangen. Und dann ist unten an der Bahnschranke ist ein Lebensmittelgeschäft gewesen. Und wir stehen vor dem Schaufenster und ich habe einen. Das ganze Schaufenster war voll Apfelsinen. Das hatte ich noch nie gesehen. Da gab es nicht viel, Bananen, Obst oder so wenig. Und wir beide haben davor gestanden, das war mein erster Eindruck. So viel Apfelsinen. Das war der erste Eindruck von Friedland. Und dann sind wir ja hier 3 Wochen geblieben. Und in der Zeit wurde dann für uns in Wolvershausen ein Haus fertiggestellt oder eingerichtet. Wir hatten ja gar nichts. Und dort sind wir dann hingezogen. Mein Vater hatte dort 4 Cousins. Und das war unglaublich, was die geleistet haben. Dort haben wir 2 Jahre gewohnt und dann sind wir nach Angerstein gezogen. Nicht so viele Menschen waren mehrere Wochen in Friedland. Für viele war das nur eine ganz kurze Station. Können Sie sich noch erinnern, wo Sie hier in Friedland untergebracht waren in dem Lager? Im Haus 15. Das weiß ich noch ganz genau. Und ich glaube, meine Eltern und mein Onkel, die hatten mehr Schwierigkeiten, wir Kinder nicht. Für uns war das alles neu. Alles. Man konnte sich bewegen, man konnte hingehen, wo man wollte, man konnte sagen, was man wollte. Das war neu. In diesem Haus war Ihre Familie da zusammen? Ja, wir hatten 2 große Zimmer. Das war ja damals so. Wie es heute ist, weiß ich gar nicht. Aber damals war jede Familie hatte ein großes Zimmer. Also ich muss sagen, wir haben uns sehr wohl gefühlt. Und was ich auch in Erinnerung habe, meine Mutter hatte hier Geburtstag und dann war, das war eine Schwester, die hat bei der Caritas gearbeitet, Schwester Hedwig, das ist Ihnen bestimmt auch noch, die wird immer wieder erwähnt. Die hat dann so eine schöne Geburtstagsfeier vorbereitet im Raphaelsheim und da durften wir alle hinkommen. Und das war, also ich gedacht, oh, ist das schön. Das war einfach beeindruckend, das vergisst man noch nicht. Und dann hat sie uns Kindern jedem Briefpapier geschenkt. Das habe ich gehütet, wie. Das war einfach wertvoll für mich. Und das sind so die. Und wir durften auch mit Kartoffeln schälen in der Küche, im Lager. Und diese Erlebnisse, die vergisst man nicht. Verstehe ich das richtig, dass ich meine, unglaublich viele Menschen sind durch dieses Lager Ja. gekommen und zum Teil war das ja, war hier auch sehr viel los. Und so wie Sie es beschreiben, hört es sich so an, als ob man sich immer noch doch auch um den Einzelnen gekümmert Ja, hat. Haben Sie das auch so empfunden? also wir waren keine Nummer, wir waren wirklich, wurde jeder Einzelne wurde auch gehört und wenn man irgendwas wollte, man wurde immer freundlich empfangen. Das weiß ich auch noch, ganz genau. Also ich habe mich wohl gefühlt hier. Nur meine Eltern halt, ich glaube, das war auch das Wort Lager, das ist so ein Begriff. Den konnten sie nicht so gut aufnehmen und auch nicht verkraften. Die wollten so schnell wie möglich wieder raus. Und mein Onkel ist nach Duderstadt gezogen und wir sind nach Wolvershausen gezogen.